Willkommen zurück hier auf der Fensterbaufrontale am Stand von Winkhaus. Schön, dass Sie zu Hause wieder dabei sind und schön, dass Sie hier an der Bühne da sind. Sie können auch gerne ein Schrittchen näher kommen. Wir beißen nicht, wir sind ganz nett. Wir haben gerade Mittag gegessen, also alles gut, keine Sorgen. Wir tun nichts. Ich habe gerade schon die Zuschauer zu Hause begrüßt, ja. Wir streamen nämlich live ins Internet. Das heißt, wenn Sie sagen, das ist toll, was die hier machen bei Winkhaus, aber ich bin morgen gar nicht mehr da, ich würde aber gerne weitergucken, kein Problem, einfach auf www.winkhaus.tv gehen und da können Sie uns zusehen, was wir hier den ganzen Tag so treiben. Wird gemacht, oder? Ja. Dankeschön. So, schon haben wir ein paar Zuschauer mehr. Richtig, sehr schön. Genau. Ja. Klaus, ich habe den Klaus mitgebracht und den Michael, hallo. Hallo. So, und ihr habt uns auch was mitgebracht. Richtig, genau. Wir zeigen hier den Anschlag des Aktivpilot-Sprint-Beschlagsystems. Aktivpilot-Sprint ist ein Beschlag, der speziell für die Belange des Fensterherstellers, des Verarbeiters, wie es so schön heißt, gedacht ist, der es ihm ermöglicht, in der Produktion Rationalisierungsvorteile zu heben. Sprint, ich bin gespannt, ob wir es auch schaffen, durch das Thema zu sprinten und wie lange es dauert, das Fenster umzurüsten. Das ist deutlich größer jetzt, das Element, als die anderen, die wir bisher gesehen haben. Haben wir bewusst gewählt, weil wir sagen wollen, diesen Anschlagvorteil, den wir bieten, dass der nicht nur bei einem kleinen Fenster da ist, sondern auch bei einem großen Fenster, sprich bei einer Tür. Denn was wir sehen ist jetzt, dass Michael praktisch die Teile erstmal einfach nur komplett einklippt. Mehr macht er gar nicht. Der hat also keine Schraube, kein Nichts, was ihn jetzt irgendwie von seiner Arbeit hindert. Da kann auch nichts rausfallen? Da kann nichts rausfallen. Nein, die Beschläge sind so konstruiert mit speziellen Klemmkörpern, dass die sich ins Profil festkrallen und dann bis zum späteren Verschraubungsarbeitsgang im Profil klemmen. Ich habe da gerade Bohrungen gesehen. Wann sind die gemacht worden? Ja, das ist speziell hier im Bereich des Flügellagers und weiter drüben, was von uns weggenannt gedreht ist, für die Getriebeschiene. Die werden an vorgearbeiteten Arbeitsplätzen gemacht, üblicherweise der Stabbearbeitung oder am Eckenputzer. Wir wollen hier möglichst wenig Arbeiten auf den Anschläger legen. Der soll nur den Beschlag einklipsen. Er soll das Ganze ja auch praktisch am Ende in einer Minute schaffen. Was ist jetzt das Besondere an dem Beschlag, dass die Teile einfach eingeklipst werden, nicht mehr geschraubt werden müssen oder was ist? Ja, dass Michael praktisch die Teile nur einklipst, das ist seine Aufgabe. Mehr nicht. Das Verschrauben später, das wird an einem anderen Arbeitsplatz durchgeführt, üblicherweise durch einen sogenannten Schraubautomaten, der alle Seiten programmgesteuert abfährt und dann den Beschlag festschraubt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie viele Langteile werden denn jetzt pro Flügel eingeklipst? Zwischen 2 und 4. Das hängt von der Flügelgröße ab. Hier brauchen wir 4 Langteile. Das heißt üblicherweise die Getriebeschiene, die habe ich immer. Genauso wie die Oberschiene, oben waagerecht, ist auch immer da. Was hier jetzt eben bei großen Fenstern das Besondere ist, das ist die bandseitige Mittenverriegelung und unten waagerecht die Mittenverriegelung. Dass das Fenster ja umlaufend dicht sein soll. Okay. Ist es denn auch möglich, andere Komponenten vom Aktivpilotbeschlag zu verwenden? Ja, natürlich. Wir basieren ja auf dem Baukastensystem des Aktivpilotbeschlages. Und das heißt, wir können alle möglichen Komponenten, die denkbar sind, die wir lieferbar haben im Aktivpilot, auch hier adaptieren. Teilweise sind sie auch teilweise schon vormontiert. Das hängt jetzt ganz von der Ausstattung und vom Marketingkonzept unseres Kunden ab, was er da anbieten möchte. Der Michael ist jetzt wirklich schnell unter Produktionsbedingungen. Du hattest es gerade, glaube ich, gesagt. Wie schnell kann da ein Fenster angeschlagen werden? Unter Produktionsbedingungen, das haben wir bei unseren Kunden ja nachgewiesen oder unsere Kunden machen das auch, können die Beschläge innerhalb von einer Minute in den Flügel einklipsen. Was Michael ja jetzt macht, ist ja ein Arbeitsgang, der gar nicht mehr dazugehört, sozusagen zu seiner Aufgabe. Das würde jetzt der Schraubautomat machen? Das würde jetzt der Schraubautomat machen. Man könnte fast sagen, er ist jetzt so ein kleiner Roboter und wenn er jetzt machen könnte, dann wüssten wir genau, worum es sich dreht. Das wird jetzt maschinell durchgeführt. Seine Aufgabe wäre jetzt, wenn dieser Flügel schon praktisch verschraubt wird, er hätte das nächste Fenster, den nächsten Flügel auf seinem Arbeitsplatz liegen und würde da auch die Beschläge einklipsen. Er ist nicht so schnell wie ein Schraubautomat, das sieht man, das kann er ja auch nicht. Ne? Ist ja auch nicht der Robocop Michael. Genau, richtig. Ist nur unser Michael. So ist es, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Aus Fleisch und Blut. Genau, darum kann er auch noch lachen. Hast du schon mal einen lachenden Roboter gesehen? Noch nicht. Genau. Ja, das Besondere ist einfach, dass wir sagen, hier ist die Anschlagzeit planbar, kalkulierbarer für den Fensterhersteller. Wir können in den Takt der Schweißmaschinen eingreifen.
Wir können das Fenster innerhalb von einer Minute anschlagen. Nur Basisfenster oder auch Sicherheitsfenster? Auch Sicherheitsfenster, die werden eventuell, wenn es jetzt große Sicherheitstüren sind, die werden dann etwas länger dauern, weil man 2-3 Teile mehr setzen muss. Aber das Grundkonzept bleibt erhalten und man wird das auch in, sag mal, längstens 90 Sekunden erledigen können. Bei der Auftragserfassung sind ja die Fenstermaße angegeben und somit haben wir ja auch die Beschlagsdaten aus der Fensterbausoftware, die wir ja einmal auch zuliefern. Das ist einer unserer Servicebereiche, unserer ganz starken USPs. Wir können Beschlagsdaten liefern und zwar zuverlässige. Diese Beschlagsdaten kommen dann aus der Fensterbausoftware, werden einerseits an Michaels Arbeitsplatz geliefert. Er weiß in dem Moment, wenn der Flügel vor ihm liegt, was für Beschläge er einbauen muss. Die gleichen Daten geht an den Schraubautomat und der Schraubautomat schraubt dann ja praktisch computergesteuert, die fährt die Positionen der Schrauben an und schraubt ab. Mit den Daten, welches Fenster vor ihm liegt, bekommt dann die Ablenkvorrichtung, die hat dann eine numerisch verfahrbare Stanze, fährt die auf Position, er legt nur das Beschlagteil ein, ja, und muss einfach den Schalter betätigen und das abgeschnitten wird, fertig aus. Das Einstellen, wie er das hier gemacht hat, von Hand an einem Schieber und das Ausmessen, diese Arbeitsgänge entfallen alle. Okay. Das nimmt ihm dann die Software ab. Das heißt, er kann sich voll auf seine Tätigkeit dann praktisch konzentrieren. Und trotzdem, Michael jetzt alles gemacht hat, ist er wahnsinnig schnell durch. Er hat sich das mit dem Sprint zu Herzen genommen. Funktionstest hat er auch schon gemacht. Funktioniert dann natürlich alles. Mhm. Welche Flügelgewichte können denn mit dem Sprintbeschlag realisiert werden? Abhängig von der, wie wir sagen, Bandseite, also von den Lagerstellen des Fensters, können wir 100 oder 130 Kilogramm Flügelgewichte realisieren. Für uns sind Flügelgewichte in diesem Sinne kein Thema. Wir haben Beschläge, da können wir bis 200 Kilogramm. Da ist eher die Frage, was das Systemhaus, also der Kunststoffprofilsystemgeber zulässt. Da ist meistens so 100 bis 130 Kilogramm, je nach Wahl der Flügelprofile und nach Fertigungsart ist da die Einschränkung. Welche Größen, kann man das sagen? Ja, wir können praktisch Fenster so im Quadrat von 300 mm machen, 370 im Quadrat als kleinstes. Mhm. Und dann als größte Flügelfalzbreite, also als größte Flügelbreite 1,72,5 Meter und bis 2,30 Meter standardmäßig hoch. Bei Verlängerungen lassen wir auch 2,80 Meter oder 3 Meter hohe Fenster zu. Das ist dann ein bisschen durch die Flügelfläche und durchs Flügelgewicht wieder limitiert. Fassen wir noch einmal zusammen. Was haben wir gerade gemacht? Was Gut. haben unsere Zuschauer gesehen? Genau. Sie haben im Prinzip gesehen, dass man einen Flügel, dass man den Beschlag in den Flügel innerhalb von einer Minute einklipsen kann. Bei einer entsprechenden Arbeitsplatzausstattung. Sie haben gesehen, dass das ohne große Schwierigkeiten möglich ist, dass wir sämtliche Sicherheitsstufen erreichen können, wenn wir das wollen. Wir können auch genauso gut eine verdeckt liegende Bandseite einsetzen bei diesem System wie die standardmäßige. Und dass dann im Prinzip der Abschraubvorgang automatisch erfolgen kann. Sie haben also gesehen, wie man im Prinzip die Wertschöpfung noch in der Produktionskette erhöhen kann, wenn man das möchte. Und das einmal durchgesprintet von Michael. Richtig, genau. Vielen lieben Dank für die Demonstration. Ich danke dir auch, sehr, sehr spannend. Ja. Bitte, gerne. Sehen wir uns heute nochmal wieder? Morgen erst. Vielleicht, aber morgen auf alle Fälle. Morgen auf alle Fälle. Okay, gleiche Stelle, gleiche Welle. Genau. Ja, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause. Also schalten Sie gerne wieder ein. Und zur vollen Stunde um 3 Uhr geht es hier weiter. Und die Einladung gilt natürlich auch für Sie hier am Stand. Um 3 Uhr gibt es ein neues Thema. Um 4 Uhr und um 5 Uhr sind wir heute auch nochmal für Sie da. Also wenn Sie mögen, schauen Sie gern vorbei. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.